Ihr Wichser, was hat Opa jetzt gesagt? Chelsea-Straße abgefuckt. Meine Pakete hier sind vakuumdicht abgepackt. Zu viel Logo auf mein Lifestyle, wenn ich Erbil mach. Ach, Kältestraße, ist bei mir in der Nähe. Ach, Thermometerviertel, auch ein Problemkiez. Bisschen wie Florida für Arme. Ja, die Gegend. Der hat so ein Tapetenmuster auf seinem Hemd. Oder ein Zebra? Hey, wieder der große Schlitten. Ach, guck dir mal die Karosse an. Mein lieber Schwan, der kann sich Kinder anschaffen. So viel Platz hat der da drin. Das ist unglaublich. Pelz, aber das sieht aus wie Webpelz, wie so eine räudige Katze. Sorry. Was? Was? Die treten deine Tür ein? Braucht keiner mehr aufmachen, wenn man die Tür eingetreten hat. Ist eine Lösung, aber kostet immer so viel, wenn man das wieder reparieren lassen muss. Also so langsam kann man doch gar nicht Auto fahren. Ja, der kommt ja nicht weiter, der. Geht er ums Auto, dann fährt er ein Stückchen, dann steigt er wieder aus, dann raucht er eine Zigarre. Oh, und der singt so romantisch. Was hast du denn wieder für Kügelchen? Murmeln. Ach, die murmeln jetzt. Rauschgift ist im Spiel. Rauch mal deine Zigarre und halt die Klappe ein paar Stückchen weiter. Oh, ein schönes Tattoo. Das ist ja auch ein BH, sowas hab ich noch nicht gesehen. Tätowierung am Busen ist nicht so einfach. Tut doch weh. Rauschgift und Sex und große Autokarossen. Das ist ein Leben, ja, das könnte ich auch noch leben. Das ist ja auch was ganz anderes, ja. War lustig zu sehen. Melodiös und nicht so gehetzt. Das ist ein bisschen langweilig. Ein bisschen eintönig, aber schön gesungen. Also eigentlich Sympathie eigentlich ein bisschen kriegt für den. Eigentlich habe ich gar nicht verstanden. Sex, Sex in meinem Kopf. SEK, das ist doch die Sondereinsatzkommando, was? Ach, SEK. Guck mal, das ist wieder eine Verbrechergeschichte. Ja, der hat Päckchen gepackt. Wir packen jetzt alle Päckchen zu Weihnachten. Sammy. Mhm. Ich glaube, ich kann mich erinnern. Er hat tatsächlich einen Goldtransporter überfallen. Kannst du dir vorstellen, dass er einen Goldraub begangen hat und deswegen im Gefängnis saß? Na, auf den ersten Blick nicht. Nö, der sieht eigentlich sympathischer aus. Das würde ich ihm nicht zutrauen, so wie er aussieht. Also das sieht man ja niemand an und ich bin ja nicht irgendwie die Instanz, die Leute verurteilt oder irgendwas. Ihr Wichser tretet meine Türe ein. Wichser, schon wieder so ein Wort. Wenn man von einer deutschen Lyrik kommt, dann ist das... Also es ist ein bisschen seltsam, das ganze Ding. Aber hat er schön lyrisch gesungen, ja? Wir wollen noch mal schauen, was der Junge sonst noch auf dem Kerbholz hat. Gib ihm, 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 ja, gib ihm, gib ihm. Ja, mit einem Auto fängt's an. Ja, ja, immer Gas geben. Oh, diesmal auf der Autobahn. Soll das eine Autowerbung sein? Interessante Klamotten haben die Jungs an, muss man sagen, ja. Alle so ein bisschen machohaft immer. Was ist das? Gibi, gibi. Ist das ein neuer Tanz oder was? Neuer Gesellschaftstanz? Ist ein besonderes Auto. Ferrari ist es nicht, aber was anderes. Ist ja wurscht. Und was hat er da für eine Trulla neben sich gehabt? Die müsste mal zum Friseur gehen. Die kann aber sicher gut Golf spielen mit ihren Stöckelschuhen. Dem haust du den Ball an den Kopf. Aber tanzen könnt ihr schon, oder? Die könnten noch ein bisschen mehr tanzen, sich ein bisschen schneller bewegen. Die Beinchen schwingen. Pool ist was Tolles, ja. Die schwimmt sich frei, das Mädchen. Ein Fahrrad auf der Autobahn? Für die Gesundheit machen die auch noch was. Da kriegt man den Kopf frei, wenn man Rad fährt. Gar nicht mal so schlecht. Na, jetzt kommt sie wieder raus. Ja, ich verstehe nicht. Bissi, Hippie. Gib ihm. Gib ihm. Gib ihm Saures oder was? Kein großer Text, aber muss ja auch gar nicht sein, da hauptsache die Melodie stimmt. Ist er denn eine Telefonzelle geklaut oder was? Ja. Wirrwarr wie immer, aber interessant. Wenn ich ein paar davon sehe, dann gewöhne ich mich langsam daran. Der Text ist ja immer der schärfste. Gib ihm, ja, habe ich nicht verstanden, aber wollte er jetzt Gibson oder Hand, ist er Handwerker? Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm. Ja, das ist er. Nee, Leute, wenn Sie nicht vernünftig sprechen können, gib ihm. Gibt ein Fick, dass ich Weiber in Geschmackssorten speichere. Der speichert die in Geschmackssorten ab. So weit bin ich ja noch. Ja, ich habe ja nur einen, ich kann ja nicht abspeichern. So. Ja, klar, das ist eine Angebergeschichte. Freundschaft und Karriere, geht das gut? Ja, weiß ich nicht. Geht. Aber nicht immer, meistens geht es schief, ja. Wenn man gemeinsam schon mal wegen der gleichen Sache im Gefängnis saß, dann hält das wahrscheinlich. Er singt auch, ja. Aha. Das ist mir aber jetzt in dem Video nicht aufgefallen. Was gefällt dir besser, Rap oder Gesang?
Also ich höre dann lieber mal was Liebes. Was fürs Herz. Beim Rap geht es ja gar nicht um die Musik, da geht es ja um die Texte. Findest du, dass das hilft, wenn er Erlebnisse verarbeitet in Liedern? Ja, sicher. Schon in Ordnung. Kann er ja machen. Damit verarbeitest du ja die Probleme. Man kann eigentlich nur authentisch was wiedergeben, was man selbst erlebt hat. Vielleicht ist es für ihn wichtig, dann ist es okay. Aber ich würde eigentlich dann lieber einen Psychiater nehmen. Naja, so, wenn man das jetzt unter diesem Aspekt sieht, dann ist das ein ganz normales Künstlerleben. Rap, den ich bisher gehört habe, war das Melodischste. Es ging ja doch um Knast und über solche Sachen. Mach doch mal was Schönes. Ich spinne da auch ein bisschen manchmal. Ich muss doch nicht alles wahr sein, was die sind. Das war Sammy, der Rapper. Ich fand den gar nicht so schlecht. Wenn ein Berliner sagt, es ist nicht so schlecht, dann ist es eigentlich ganz gut. Der singt, glaube ich, ganz gut. Meint ihr nicht auch? Was haltet ihr von ihm? Nicht vergessen. Abo, Däumchen, Glocke. Bim, bim. Und du bist eine coole Socke. Tschüss. Bis dann. Au revoir.